Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4 The Last Revelation. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich jetzt auf einmal hier oben bin und jetzt so fail hier runterhoppel. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass ich diese Aufnahme nochmal machen darf. So ist das halt. Und ihr seht hier rechts diese komischen Spitzenstachel-Viecher-Dinger da, die ursprünglich von hier oben aus diesen komischen Löchern rausgefallen sind. Also den müsst ihr ausweichen und ganz wichtig, hier anhalten. Aber am besten so anhalten, dass ihr auch aussteigen könnt, also nicht so wie ich. Und dazu kann ich auch noch gleich was sagen. Und zwar ist die Rückwärtsfahrtaste die Sprinten-Taste, nicht die Shift-Taste. Und die Vorwärtsfahrtaste ist die Shift-Taste. Also rückwärts könnt ihr fahren, wenn ihr die Sprinten-Taste drückt. Und vorwärts könnt ihr fahren, wenn ihr die Shift-Taste drückt. Das habe ich vorhin schon mal rausgefunden. Und natürlich, wie immer, habe ich vergessen, die Uhrzeit zu stoppen. Ist mal wieder typisch. Und was natürlich auch typisch für Tomb Raider 4 ist, dass man an jeder Ecke und Kante ein Geheimnis findet. Was ich natürlich wunderbar finde. Deswegen machen wir jetzt eine Rolle und holen ein Geheimnis, indem wir Granaten finden. Wir können ja mal gucken, wir haben jetzt insgesamt 23 von 70 Geheimnissen. Also ich finde, das lässt sich wirklich schon sehen. Finde ich echt eine gute Zahl. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal gleich weiter. Und holen uns das nächste Geheimnis. Ja, Leute, es ist wirklich so. Wir holen uns jetzt gleich das nächste Geheimnis. Und zwar ist das das Letzte, was wir in diesem Level finden werden. Und zwar hier, in diesem tiefen Loch. Da klettern wir jetzt runter. Oder versuchen es zumindest halt da runter zu kommen. Und zwar sind hier diese komischen Kletterspalten aus Tomb Raider 3 von der Nevada-Wüste, die natürlich total unauffällig sind, in Anführungszeichen. Und hier drin befindet sich ein Secret, und zwar Streupatronen für die Schrotflinte in Blau. Und genau, jetzt finden wir noch Armbrustmunition. Munition für eine neue Waffe bei Tomb Raider 4. Ich glaube, das ist die erste, die wir gefunden haben. Genau, Armbrust, leichte Ammo. Und ich kann euch gleich dazu sagen, die werden wir wahrscheinlich gar nicht gebrauchen, weil ich die leichte Ammo von der Armbrust total schwach finde. Also ich glaube nicht, dass ich die jemals verwenden werde. Was ich interessant finde, ist die Explosiv-Ammo für den Bogen, oder wie habe ich gesagt, für die Armbrust. Also die Explosiv-Ammo, die ist richtig geil. Die werden wir verschießen ohne Ende. Aber diese leichte Ammo, und da gibt es noch eine Gift-Ammo, also die brauche ich eigentlich so gut wie gar nicht. Dafür gibt es andere gute Waffen und ich finde, die Armbrust ist irgendwie ziemlich schwach in diesem Spiel. Bis auf die Explosiv-Ammo, die ist richtig geil. Also ich bin so ein richtiger Fan von dieser Explosiv-Ammo. Aber das werdet ihr später sehen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal mit unserem Auto weiter durch die Wüstenprärie. Und da freue ich mich drauf, weil das richtig, richtig schön gemacht ist. Und ich finde, es macht richtig Spaß, mit diesem Auto hier lang zu pacen. Ja, also man findet hier eigentlich nicht mehr viel. Eigentlich gar nichts mehr. Wir müssen jetzt einfach nur noch zum Levelende fahren. Was ich hier gerade verpasst habe. Ich glaube, das Levelende ist... Ah, hier oben, genau. Biegen Sie rechts ab. Naja, lieber hier bei Tomb Raider das Abbiegen vergessen, als in einer Fahrprüfung. So bescheuert. Der Fahrprüfer sagt, biegen Sie rechts ab. Was mache ich? Geradeaus fahren. Typisch, oder? Echt typisch. Da denke ich mir echt wieder mal, kann echt nur mehr passieren. Genauso wie heute. Ich war mit einem Kumpel Dart spielen, hab was zu trinken bestellt und als ich bezahlen wollte, habe ich das Getränk auf meinen Essteller gestellt, wollte es rübertragen zur Kasse und habe das Glas runtergeschmissen. Ist genauso typisch. Aber Scherben bringen ja Glück, deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir jetzt hier ein bisschen Glück in diesem Spiel haben werden. Tolle Überleitung, ne? Und jetzt würde ich sagen, fahren wir erstmal ins komische, wo ist der Typ hin? Ach, da! Ja, den fahren wir jetzt erstmal. Haben wir es jetzt bald mal? Also, ich bin echt nicht der beste Fahrer hier bei Tomb Raider. Ich merke es immer wieder.
Und ja, also außer Wüstensand gibt es jetzt hier eigentlich nicht mehr viel zu entdecken. Ja, tiefe Löcher halt. Können wir da mal reinfahren. Bäm. Damit ihr es nochmal gesehen habt, das ist ein tiefes Loch, wo ihr nicht reinfahren sollt. Nicht gut für Laras Gesundheit. Joa. Und dann würde ich sagen, verlassen wir das Level. Kann mich hier ehrlich gesagt nicht so gut orientieren. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen falsch. So. Ja, ich fahre gerade total in die falsche Richtung. Gerade, ich muss wieder zurück. Ja, also in dieser Wüstenprärie kann man sich ewig aufhalten, wenn man alles absuchen will. Die Ränder lang springen will. Das habe ich alles mal ausprobiert. Hat alles, glaube ich, nichts gebracht. Deswegen fahren wir jetzt einfach durch diese Wüste durch und verlassen das Level. Und gehen. Oh, ich bin schon wieder falsch. Also meine Orientierung ist echt das allerletzte. Hier waren wir nämlich. Und hier finden wir jetzt das Levelende, wenn wir durch diesen Durchgang fahren. Ja, Lara hat das Auto zu Schrott gefahren und wir sind im neuen Level, dem Tempel von Karnak. Ja, wir sind im neuen Level und das neue Level ruckelt. Jawohl, das habe ich ja vermisst. Nicht. Ich will nicht, dass das Spiel ruckelt. Gut, neues Level, neues Pech. Was war das vorhin mit Scherben bringen Glück? Scherben bringen anscheinend doch kein Glück, weil das Spiel ruckelt und das finde ich nicht schön. Naja, wenn das öfter der Fall sein sollte mit diesem Ruckeln, dann werde ich die Videoqualität von 720p auf 480p zurückstellen. Da dürfte es eigentlich nicht mehr ruckeln. Gut, aber bisher hatte ich jetzt eigentlich noch kein Problem mit. Und das letzte Level war ja auch ziemlich groß. Und da wundert es mich, dass jetzt dieses Level ruckelt und das letzte nicht. Finde ich ein bisschen komisch. Naja. Gut, also ich frage mich gerade, warum ich das hier eigentlich alles absuche. Ich habe es in der Folge, die ich vorhin aufgenommen habe und nicht nehmen konnte, schon mal alles abgesucht und nichts gefunden. Deswegen weiß ich eigentlich, dass hier nichts ist. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier zu diesem Obelisken. Und lernen unsere ersten Gegner in diesem Level kennen. Ein Skorpion und noch ein Skorpion. Und zwar gibt es hier in Tomb Raider 4 verschiedene Arten von Skorpionen. Das waren jetzt schwarze Skorpione und es gibt rote Skorpione. Beides sind gleich gefährlich. Beide vergiften uns und beide tun nicht gut. Ich mag keine Skorpione. Gut, also ich würde sagen, wir heben jetzt hier erstmal ein paar Sachen auf, holen ein paar Geheimnisse, bevor wir weiter im Text hier gehen. Das war jetzt, glaube ich, nicht so gut. Ja, auf jeden Fall holen wir erstmal ein bisschen Schrotmunition vom Dach. Das ist jetzt das Erste, was wir machen. Und zwar befindet sich hier oben auf dem Dach Schrotmunition. Und die holen wir uns jetzt. Nicht. Weil Lara es nicht will, anscheinend. Und schon wieder ist sie runtergefallen. Will mich die Frau verarschen heute? Gut, machen wir es halt so. So geht's auch. Gut, das ist leider kein Geheimnis. Aber trotzdem Gegenstände. Und da freue ich mich immer drüber. So, und hier kann man auch noch hochspringen, aber das bringt einem nichts, stelle ich gerade mal fest. Und ja, sonst ist hier, glaube ich, auch nichts. Nö, außer dieser Durchgang, wo wir später erst durchgehen werden, weil da das Level weitergeht. Also, dass das Spiel jetzt ruckelt, das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schön. Und das wundert mich jetzt auch ein bisschen, dass es jetzt auf einmal ruckelt. Finde ich komisch. Naja. Mal gucken, was sich zur nächsten Aufnahme machen lässt. Und wenn es wirklich, wie gesagt, öfter ruckeln sollte, werde ich das in der Qualität zurückstellen, dann geht das auch. Gut. Aber bevor wir zu dem Geheimnis gehen, würde ich erst nochmal hier oben drauf alles ein bisschen abgrasen. Obwohl es hier nur Sand gibt und kein Gras.
Ich weiß, der war schlecht. Aber auf jeden Fall finden wir jetzt hier unser zweites Medipack. Zweites kleines Medipack. Und dabei wird es nicht bleiben, das kann ich euch gleich sagen. Weil wir finden noch mehrere kleine Medipacks und große Medipacks. Ist ja typisch für Tomb Raider 4, haben wir ja schon festgestellt. Medipack-Mangel hat man hier echt nicht. Gut, dann haben wir hier ein paar Sachen aufgehoben. Das wäre es soweit auch, glaube ich, schon gewesen. Okay. Und dann hier runter. Speichern. Gut. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil jetzt hier gleich Skorpione kommen. Oder ein Skorpion. Ich glaube, es ist im Moment nur einer. Und dieses Geheimnis ist richtig toll, weil man hier ganz, ganz viele Sachen findet. Bam! Schrotmunition. Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme und vielleicht ruckelt das danach nicht mehr so. So, da bin ich wieder. Haben wir überhaupt schon mal mit den Pistolen geschossen in diesem Spiel? Das frage ich mich gerade. Speichern. Ja, wo wir die Vase eben zerschossen haben. Ihr merkt es, ich habe einfach mal Pause gemacht und jetzt hängt das Spiel nicht mehr so. Also vielleicht muss man einfach mal zwischendurch die Aufnahme unterbrechen und dann geht es vielleicht auch. So, Fackeln mitnehmen und wir finden noch ganz viele andere tolle Sachen. Aber ein bisschen hängt das Spiel trotzdem noch, merke ich gerade. Naja. Ist halt mal so, ne? Und dann finden wir noch ein bisschen Uzi-Munition. Ich glaube, dann dürften wir so um die 300 Schuss haben. 270, also das heißt, wir finden noch eine Munition. Weil ich in der letzten Folge, die ich aufgenommen habe, geguckt habe, da hatten wir 300 Schuss. Wo kommt das Ding auf einmal her? Hier, erschreck mich nicht. Ist ja schlimm. Gut, und das wäre es auch schon mit dem Geheimnis gewesen. Also ich finde schon es gut, also wir haben wirklich sehr, sehr viel gefunden in diesem Geheimnis. Und deswegen gehen wir wieder durch den schönen Kriegsschacht. Speichern den Fortschritt und holen uns die nächsten Gegenstände. Aber bevor wir... Oder wartet mal. Ich mache das jetzt mal ein bisschen anders als vorhin. Ja, ich gehe jetzt mal einen anderen Weg als vorhin. Das war nämlich vorhin so ein bisschen... Ja, also ihr werdet es jetzt gleich sehen. Ich will jetzt gerade nochmal gucken, ob ich ja wirklich das Medipack hier mitgenommen habe. Ich kann mich nämlich gar nicht mehr dran erinnern, dass ich das aufgehoben habe. Okay, Unterbewusstsein. Wie immer. Hier möchte ich nämlich mal gucken. Hier ist wieder eine Vase. Und hier ist eine Tür, die noch verschlossen ist. Lara sagt aber leider nichts dazu. Sie ist nämlich nicht Indiana Jones. Der hat jetzt was dazu gesagt. Diese Tür ist verschlossen. Jetzt brauche ich nur noch den Schlüssel oder irgend sowas. Okay. Ja, auf jeden Fall findet man, wenn man hier hochklettert, auch noch einige Sachen. Und unter Wasser findet man was ganz, ganz Tolles. Das werdet ihr auch gleich sehen. Ich glaube, diese Statue können wir jetzt noch nicht holen, oder wie war denn das? Ach, wir werden das gleich sehen. Und zwar kann man hier in diese Löcher greifen. Und ich glaube, dann gehen diese Gittertore auf. Oder zumindest eins. Okay, und ich glaube, mit dem geht das andere Tor auf. Okay. Weil hier war ich vorher noch nicht. Ich bin vorher in die andere Richtung gegangen. So. Uzi-Munition mitnehmen. Und was liegt hier noch? Schrotmunition. Gut. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier ein paar Sachen mit. Und fallen erstmal hier runter. Das war natürlich wieder mal klasse. Fortschritt speichern. Einfach mal, weil wir runtergefallen sind. Das muss unbedingt gespeichert werden. Ist ja mal vollkommen logisch. Und jetzt nehmen wir die Statue mit. Eine Statue. Ja, da kommen wir später hin. Das wird später noch interessant. Ja, Vorschau, ich hab's kapiert. Dass da ein Schalter ist, den ich drücken muss. Oder muss ich da was einsetzen? Keine Ahnung. Und ja, da gehen wir auf jeden Fall später hin. Und nicht mehr in dieser Folge. Wir haben Vase 1 gefunden. Sehr einfallsreich, ne? Vase 1, toller Name.
und eine Schrotflinte und was natürlich nicht fehlen darf in diesem Level, ein kleines Medipack. Ist ja mal wieder logisch. Ich glaube, wir haben jetzt 28 oder so. 25, okay. Und 14 große. Und runter mit uns. Speichern. So, und bevor ich die Folge beende, möchte ich nochmal unsere Geheimnisstatistik um 2 Secrets heben. Hatten wir nicht vorhin mehr? Ne, wir hatten 23 im letzten Level, dann 24 und jetzt 25. So, passt. Und zwar möchte ich jetzt unsere Geheimnisstatistik nochmal ein bisschen heben, indem wir jetzt einfach mal 2 Geheimnisse auf einmal finden. Das finde ich total cool. Da freue ich mich immer extrem, wenn ich diese Stelle spiele. So 2 Geheimnisse auf einmal. Richtig edel. Und diese Geheimnisse holen wir uns jetzt hier unter Wasser in dem Tauchgang. Diese Türen kann man auch eine neue Helper Tupelder 4 unter Wasser öffnen. Kennt man so von Tomb Raider 3 noch nicht. Da konnte man unter Wasser keine Türen öffnen, höchstens mit einem Hebel. Und hier oben ist, glaube ich, Secret Nummer 1 drin. Nee, Luftloch Nummer 1. Und Secret Nummer 1. So. Und weil die meisten Leute denken, okay, jetzt habe ich schon Secret gefunden, jetzt kann ich wieder hochtauchen. Nee, so ist es nicht. Und zwar, okay, leider nur leichte Ammo. Also ich gucke immer, wenn ich Armbrustmunition finde, ob es Explosiv-Ammo ist, weil ich die halt viel besser finde. Die ist auch einfach viel besser, weil die wieder Granatwerfer ist, weil die Gegner damit einfach wegfetzen kann. Da kommen wir, glaube ich, später hin. Und da drüben in diesem Loch finden wir jetzt noch das zweite Geheimnis. Hört ihr es? 2 auf einen Streich. Cool, gell? Und natürlich ein großes Medipack darf nicht fehlen. Uzi-Munition, Schrotmunition, alles, was das Herz begehrt. Jetzt will ich nochmal gucken. Jawohl, ach so, Gift-Ammo ist eigentlich genauso doof, die benutze ich auch nicht. Da werden halt irgendwie die Gegner vergiftet und verlieren immer ein bisschen Leben oder so, ich weiß es gar nicht. Ich habe die eigentlich, glaube ich, noch nie verwendet, die Gift-Ammo. So weit, so gut. Das heißt, wir tauchen wieder zurück und hoffen, dass wir kein Leben verlieren, weil wir voll wenig Luft haben. Aber das müsste eigentlich funktionieren. Oder auch nicht, es wird sehr knapp. Aber mein Gott, wir haben doch Medipacks gefunden. Also alles gut. Und hier würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Und zwar sind wir jetzt, also von dem Obelisken aus einmal links gegangen. Also nochmal zur Orientierung. Von hier oben kommen wir. Wir sind links gegangen, um das Geheimnis zu holen. Dann sind wir gerade ausgegangen, um die Vase 1 zu holen und die anderen 2 Geheimnisse. Und in der nächsten Folge gehen wir nach hier. Hier sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder im Tempel des Karnak oder von Karnak. Bis dann, macht's gut. Ciao.